ORF 3 Spezial. Zeitgespräch aus dem Schloss Goldegg. Er stammte aus Laos, wuchs in Berlin auf, war der Rapper und Graffiti-Künstler Prime und studierte schließlich Architektur. Die meisten von uns, also Sie alle und Sie auch, Herr Kerbler, vermute ich mal, es sei denn, es war ein Kaiserschnitt, wir alle haben es geschafft. Und das bedeutet eigentlich, dass wir absolut die Elite sind. Michael Kerbler im Gespräch mit Architekt Van Bole-Menzel. Alle unsere Häuser, die wir heute bauen, sind aus Stahlbeton. Als ob das das einzige Material ist auf der Welt. Über einen Tischlerkurs, der sein Leben veränderte und seine Ansichten über unsere Gesellschaft. Solange wir an diesem Wohlstandsbegriff festhalten, solange wird es Kriege geben. Zeitgespräch. Montagnacht um 0 Uhr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge der Reihe Zeitgespräch. Im Mittelpunkt dieser Gesprächsreihe stehen Persönlichkeiten, die uns durch ihre Tätigkeit und ihre Biografie neue und vielleicht ungewohnte Perspektiven eröffnen, wie wir wesentliche kultur- und gesellschaftspolitische Fragen unserer Zeit beantworten können. Diese Sendereihe hat der Kulturverein Schloss Goldegg initiiert. Auch diesmal findet das Gespräch hier im Rittersaal des Schlosses statt. Und dieses Gespräch wird vom Fernseh- und Kultur- und Informationsprogramm ORF 3 zeitversetzt ausgestrahlt. Unser Gast, Herr Van Bole-Menzel, stammt aus Laos. Er ist in Berlin aufgewachsen, war in noch jüngeren Jahren Rapper und Graffiti-Künstler, Künstlername Prime, wenn ich das richtig sehe, und studierte schließlich Architektur. Vor 5 Jahren absolvierte der heute 38-Jährige an einem Wochenende einen Tischlerkurs, der sein Leben ziemlich verändert hat. Diese handwerkliche Erfahrung begeisterte ihn, nicht nur, sie inspirierte ihn, eine eigene Möbelkollektion zu entwerfen. Seine Hartz-IV-Möbel, Möbel aus preisgünstigen Materialien selbst gebaut, machten ihn schlagartig bekannt. Hartz IV bezeichnet in Deutschland das Arbeitslosengeld, das ca. 4,5 Millionen Menschen beziehen. So wie Van Bole-Menzel Möbel konstruiert und baut, so will er, das unterstelle ich ihm mal, als Ausgangspunkt unseres Gesprächs heute auch die Gesellschaft umbauen. Einer seiner zentralen Leitsätze lautet: Konstruieren, nicht konsumieren. In unserem Gespräch, solange es meine Stimme erlaubt, geht es um Strategien zur Veränderung des konsumorientierten Lebens, über Crowdfunding, ästhetische Selbstbaumöbel und Wege, wie Zusammenhalt und Vertrauen die Gesellschaft wieder zur Gemeinschaft werden lassen. Herzlich willkommen, Herr Van Bole-Menzel. Es gibt de facto kein Gespräch, kein Interview, das Sie gegeben haben, wo nicht Sie oder zumindest dann Ihr Gesprächspartner die Frage gestellt hat: Sie bezeichnen sich als Karma-Ökologen, Ökonomen. Und mir liegt sozusagen sehr daran, dass wir mit dieser Klärung dieses Begriffs Karma-Ökonom beginnen, weil eigentlich nach meinem Verständnis kommt das Wort aus dem Sanskrit, ist eigentlich ein Begriff, das einen religiösen Begriff darstellt. Es spielt sehr eine große Rolle, wenn man an die Wiedergeburt, an das Zyklische im Leben denkt. An Sanskrit meint Tat oder Handlung, und keine Handlung ist ohne Folge. Also die gute Folge einer Handlung oder die böse Folge einer Handlung,
die kommt einen dann im nächsten Leben oder im übernächsten Leben oder im übernächsten, überübernächsten Leben, dann wird einem dann angerechnet oder sie verändert etwas mit demjenigen oder derjenigen. Ist das eine Grundhaltung, die man mitdenken muss, wenn Sie davon reden, Sie verstehen sich als Karma-Ökonomen? Wow, ich bin ja ganz schön beeindruckt, was Sie alles da so rein interpretieren. Ich habe mir diesen Begriff Karma-Ökonomie eigentlich nur so ausgedacht, um die Journalisten zu ärgern, weil die versuchen mich natürlich immer zu kategorisieren. Ne? Architekt, in der Zeit stand mal der Anarchotekt, weil ich gerne mir einfach auch die Regeln zurechtbiege. Ich werde als Social Innovator bezeichnet oder als Bildungshacker. Also es gibt so ganz viele unterschiedliche Begriffe. Kommunist hat auch jemand mal geschrieben. Und ja, ich finde das alles sehr belustigend. Und um dem noch eins oben drauf zu setzen, versuche ich einfach, Sie Journalisten alle so ein bisschen zu ärgern mit einem neuen Begriff, und zwar dem des Karma-Ökonoms, das sich ja total widerspricht. Ein Ökonom ist ja jemand, ne, der versucht, mit den Gesetzen des Marktes, Angebot und Nachfrage, sich zu positionieren, um vor allem etwas zu verkaufen, um einen Gewinn herzustellen und dann wieder mehr zu verkaufen. Und Karma ist eigentlich etwas, was überhaupt nicht fassbar ist. Es gibt auch keine richtige Definition von Karma. Also ich habe mal geguckt, das ist so ein schöner, schwammiger Begriff. Jeder kann irgendwie so ein bisschen was damit anfangen, aber es ist wissenschaftlich noch überhaupt nicht durchleuchtet, und deswegen finde ich das so gut. Und ich glaube, dass es sehr, sehr einfach zu verstehen ist, wenn man sagt, man muss mit seinem Karma haushalten. Also dass man halt mit dem Verhalten, was man an den Tag legt, so wirtschaftet, dass es am Ende vielleicht besseres Karma gibt. Für mich, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, oder für die Umwelt. Deswegen betrachte ich mich als Karma-Ökonom und bin jetzt gar nicht so religiös oder so. Also möglichst bald soll sich zum Positiven wenden und nicht erst im nächsten oder übernächsten Leben. Naja, wieder eine sehr interessante Frage. Ne? Gibt es überhaupt ein Leben nach dem Tod? Ne? Also das ist sehr interessant, dass wir jetzt gerade darüber sprechen, weil gerade in der westlichen Welt verhalten wir uns ja so, wie wir tagtäglich eigentlich so den Tag angehen, so als ob wir ewig leben würden. Also wir schließen Lebensversicherungen ab, die ins Unendliche gehen, und wir wenden sehr viel Zeit auf für so eine fremdbestimmte Arbeit oftmals, wo wir uns manchmal gar nicht sicher sind, ob wir überhaupt in 2 Wochen, in einem Jahr, in 10 Jahren überhaupt noch leben. Ne? Machen wir da so einen Plan. Also wir tun so, als ob wir ewig leben würden. Und deswegen ist die Frage ganz interessant, gerade jetzt für all diejenigen, die so viel ackern: Was wäre denn, wenn du morgen nicht mehr bist? Würdest du dann das noch alles tun, was du heute tust? Und okay, wenn du daran glaubst, dass es nach dem Tod noch ein weiteres Leben gibt, dann okay, gut, dann hast du halt das schöne Leben dann vielleicht im nächsten. Aber ich versuche, das schöne Leben schon in diesem zu haben. Sie haben die Marktwirtschaft vorher angesprochen, ein Aspekt der Marktwirtschaft, ohne die sie gar nicht funktionieren würde, unsere Ökonomie, ist das Bankenwesen, ist das Börsenwesen, ist das Faktum, dass es Firmen, Aktiengesellschaften gibt, dass man Aktien kaufen kann. Haben Sie Aktien? Ich habe die letzten Wochen habe ich meine letzten Aktien verkauft. Ich habe tatsächlich mal als 25-Jähriger, ich bin jetzt fast 40, als 25-Jähriger wollte ich mal 1 Million Euro haben und habe dann so eine Vermögensberaterin engagiert, die den Auftrag hatte, mich zum Millionär zu machen. Und dann meinte, ja, du musst diese Aktien kaufen und dann dieses Paket und dann diesen Fonds und so. Und dann habe ich das alles gemacht, habe immer jeden Monat so, weiß nicht, 300, 400 Euro, als ich dann mehr verdient habe, so, sogar mehr zur Seite gelegt und habe dann immer so angelegt. Ne? Und ich habe ganz fest daran geglaubt, dass Arbeit, dass das Geld arbeitet von alleine. Mhm. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Also Geld kann nicht arbeiten von alleine. Geld hat ja keine Hände und keine Füße, sondern das kann gar nicht arbeiten. Es gibt immer Menschen, die dann dafür arbeiten, dass dann mein Geld mehr wird. Ne? Mhm. Aber Geld alleine arbeitet nicht. Und das habe ich jetzt begriffen, und deswegen habe ich jetzt die Aktien verkauft. Ich habe einen Verlust gemacht übrigens. Ist eine Aktie eine moralisch einwandfreie Anlageform, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass eines der großen Übel unserer Welt eigentlich die Idee des Zinses ist. Das ist eigentlich eine verrückte Idee, oder? Dass, wenn man
sozusagen jemandem Geld leiht, dass man Geld zurückbekommt, aber ein bisschen mehr. Und wenn er aber länger braucht, um es zurückzuzahlen, dann ist es noch mehr. Und dann werden die Zinsen nochmal verzinst. Also ich halte das für eine ganz, ganz unseriöse Sache eigentlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verleihe auch zum Beispiel kein Geld, ich verschenke alles. Also, und wenn ich Geld verleihen würde, würde ich auch keine Zinsen verlangen. Ich glaube, das ist eines der ganz großen Übel, die wir haben. Und Aktien und die gesamte Finanzbranche lebt ja von dieser Idee, ne, dass das Geld sich von alleine vermehren kann oder dass es sich prozentual oder exponentiell steigern kann. Das hält ja keiner aus. Also da gehen ja Menschen und Firmen zugrunde und auch ganze Volkswirtschaften, wie man ja sieht an Griechenland. Die katholische Kirche hat ja sehr lange Zeit, ich glaube 1827 oder so, war das an einem Zinsverbot festgehalten. Das heißt, es war gedeckelt. Ja. Man durfte nicht mehr als so um die 3,5-4% Zinsen verlangen. Das war zumindest die Grundhaltung, abgeleitet von der Vierfelderwirtschaft. Ganz interessant, man hat sich an der Natur orientiert, wie hoch dort der Ertrag ist, und auch mehr durfte man auch nicht an Zinsen verlangen. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Ja, ich wusste aber, dass, na klar, in der Bibel gibt es ein Zinsverbot. Die Juden natürlich dürfen auch keine Zinsen nehmen, zumindest nicht von Juden, Moslems auch nicht, aber immer von anderen. Das heißt, Moslems können von Juden Zinsen nehmen und die Christen von den Moslems. Und so gesehen ist dann der Zins ja dann doch irgendwie wieder in der Welt. Ja, aber die Gedanken, die sind schon gut, ne? Dass man versucht, Wucher zu vermeiden, weil es einfach die Falschen trifft. Also diejenigen, die sehr viel Geld haben, die können sich das leisten, aber diejenigen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, für die ist jede Belastung, finanzielle Belastung, einfach ein Einschnitt in deren Lebensqualität. So wie die Aktie ist auch das Denken, Wirtschaftswachstum ist eine Voraussetzung für unser Wirtschaftsmodell, dass es funktioniert. Auch der Gewinn ist untrennbar vom dem Wirtschaftsmodell, in dem wir leben. Früher war es die soziale Marktwirtschaft, heute ist es nur mehr die Marktwirtschaft. Aber wir haben soziale Medien jetzt zumindest, als Trost. Ja. Wirtschaft mit sozialen Medien, wo man es posten Mich kann. Mich würde interessieren, wie von Herrn Le Menzel das Wirtschaftsmodell sich vorstellt, das eigentlich das Richtige wäre für das 21. Jahrhundert, als Wachstum, Wachstum, Gewinn, Gewinn, Zinsen, Zinsen, und das Kapital arbeiten lassen. Ist in Ihrem Modell zum Beispiel Arbeit wichtiger als Kapital? Wow, ich glaube nicht, dass ich der Richtige wäre, zu konsultieren, um herauszufinden, wie das Wirtschaftssystem, das perfekte Wirtschaftssystem der Zukunft aussieht. Aber ich kann Ihnen ja sagen, wie ich mir die perfekte Bank vorstelle. Ich hatte tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, eine Bank zu gründen. Natürlich würde ich das niemals schaffen, weil man braucht Rücklagen von mehreren Millionen Euros. Die habe ich nicht. Aber ich dachte mir, vielleicht macht man so eine Art, ich sag mal, so eine Art Freundeskreis, wo 1000 Leute zusammenkommen, die man irgendwie so kennt über Ecken. Und dann wird das auch geschlossen. Das ist dann praktisch eine Bankgemeinschaft. Und in diesem Freundeskreis verpflichtet man sich über eine begrenzte Anzahl von Jahren, zum Beispiel 7 Jahre, dass man jeden Monat einfach 1% von dem, was man an Einkommen hat, einfach einzahlt. Ne? Und man verständigt sich auf so einen sogenannten Zins, einen Karma-Zins nenne ich den. Der wird dann wahrscheinlich irgendwo bei 5% oder 7% oder 10% liegen. Das, was man sozusagen in der Bank zurücklegt. Mit diesem Geld arbeitet die Bank und vergibt Kredite, zinslos natürlich. Und nach 7 Jahren hat man dann rein rechnerisch 1 Million Euro zusammen und dann wird am Ende einfach gerechnet, wird abgestimmt, was man mit der Million macht. Ob die jeder einfach wieder ausgezahlt bekommt oder ob man damit irgendwie ein Grundstück kauft oder, keine Ahnung, und eine Bank aufkauft oder ein Land oder was auch immer, dass man das zusammen beschließt nach 7 Jahren. Und wir kooperieren dann mit einem Bauernhof, der Bio-Linsen herstellt, und am Ende bekommt jeder einen Sack Linsen. Linsen statt Zinsen. Und ich habe mich erkundigt, Linsen, die halten über Jahre, über Jahrzehnte, die werden nicht schlecht und sind auch noch extrem gesund und haben auch so noch was ganz Indisches. Also man kann dann auch noch lernen von den Kulturen, die man jahrzehntelang ausgebeutet hat. Und man wird satt davon, weil Geld kann man nicht essen, Linsen schon. Also so stelle ich mir eigentlich ein
eine so eine kreative Idee vor der Karma-Wirtschaft. Gut, also Wall Street wird jetzt nicht zu zittern beginnen. Wenn sie nicht mit Linsen handeln. Wenn sie nicht mit Linsen handeln. Aber es würde mich schon interessieren, da Sie ja das Internet zum Beispiel dafür nützen, Ihre Ideen zu verbreiten, egal ob es diese, ich sage jetzt mal, Schnittmusterbögen für Hartz-IV-Möbel ja. Offerieren und die Leute können das gratis benutzen. Es muss allerdings, glaube ich, sozusagen zurückgemeldet werden, was die Motive war und wie es gelaufen ist und Ähnliches mehr. Ja. Wie viele Leute haben das bisher genutzt? Wissen Sie? Ich habe irgendwann nach 10.000 E-Mails habe ich aufgehört zu zählen. Also bis dahin war ich sehr, sehr stolz und habe auch jedem immer persönlich geantwortet. Aber es sind einfach, das sind Zehntausende von Menschen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sogar in Amerika und in China und also in ganz anderen Kulturkreisen werden die Hartz-IV-Möbel runtergeladen. Ich glaube, die wissen nicht, was Hartz-IV ist. Ne? Die denken, Hartz-IV ist so ein Begriff, so wie Bauhaus, irgendwie so was ganz Schickes. Oh, Hartz-IV-Möbel, ja. Wieder so ein schönes Luxusimport aus Deutschland. Ich weiß nicht, hier kennt man es schon in Österreich, ne? Was Hartz-IV ist. In Deutschland kriegen die Leute ja Pickel, wenn die das hören. Das ist ein ganz schlimmes Wort für viele, viele Deutsche. Ja. Und dieses Beispiel ist ja nicht ein singuläres geblieben. Sie haben ja, Sie waren vor gar nicht langer Zeit jetzt bei der Zentrale in Berlin, wo die Flüchtlinge aufgenommen und registriert werden. Ja. Mit einem fahrbaren Hotel. Ja, wir haben in Berlin eigentlich schon immer Flüchtlinge gehabt, aber gerade in den letzten Monaten gab es einfach viele Skandale, sage ich mal. Ne? Und da gibt es so ein Haus, das heißt Lageso, und da gab es ganz, ganz viele Skandale. Zum Beispiel Lageso steht für? Das Lageso ist die Abkürzung für das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Hat erstmal keine große Bedeutung, aber dort wurde dann die offizielle Registrierungsstelle für Flüchtlinge eingerichtet. Das heißt, alle Flüchtlinge, die in Berlin gelandet sind, mussten sich dort registrieren. Und 200 schaffen die am Tag und da sind aber über 500 gekommen, jeden Tag. Und also ganz schlimme, katastrophale Zustände und die schlafen da nachts, weil sie Angst haben, am nächsten Tag, wenn das Lageso aufmacht, nicht ranzukommen. Und gerade in den Winterzeiten ist es halt super, also super schwer, ne? Also teilweise auch lebensgefährlich. Und was jetzt alle beschäftigt, ist die Frage, warum da eigentlich nie, also warum es so lange gedauert hat, da irgendwie zu agieren, warum da keine Zelte zum Beispiel stehen oder beheizt, also mittlerweile stehen ja sogar auch dann beheizte Zelte, allerdings waren die abgesperrt, da durften die Flüchtlinge dann nicht rein. Also das sind so ganz komische Sachen, die da passieren und ja, böse Zungen behaupten, dass das halt Schikane ist, ne? um die Flüchtlinge so ein bisschen zu zermürben. Und damit einfach diese Menschen nicht in der Kälte schlafen mussten, habe ich mit Flüchtlingen vor Ort gemeinsam standen in einer Warteschlange, bin ich hingegangen mit meinem Akkubohrer und habe Holz mitgebracht und meinte so, komm, wir bauen jetzt Häuser. Wer möchte hier mitmachen? Ich gründe jetzt mit euch gemeinsam eine Schule, die Tiny House University habe ich sie genannt. Und jeder, der mitbaut, ist einfach Student. Der kriegt von mir einfach so einen Immatrikulationsschein. Der ist natürlich überhaupt nicht gültig, aber das ist doch egal. Hauptsache, die Leute haben das Gefühl, sie werden ernst genommen. Und hey, ich studiere in Deutschland, Mama. Weißt du, so können eine SMS schreiben. So, ich bin Student, ich studiere an der Tiny House University. Und habe ein Haus gebaut als Flüchtling. Voll krass. Habe Residenzpflicht, aber selber Residenzen geschaffen. Und das ist eigentlich so die Verquerung, ich sag mal so das Provozieren mit festgefahrenen Strukturen. Also ich kokettiere so ein bisschen damit, um die Leute eigentlich so wach zu rütteln. Das ist eigentlich so das, was ich versuche, so mit so ein paar Projekten mit Augenzwinkern irgendwie die Leute dazu anzuregen, mal drüber nachzudenken, was wir eigentlich den ganzen Tag da eigentlich an Mist verzapfen. Ist diese Empathie, ist diese Nähe, was jetzt die Flüchtlinge anbetrifft, einfach vorhanden, weil sie selber Flüchtling waren und weil sie wissen, wie es einem Flüchtling geht? Ist es so simpel? Naja, ich war, also meine Eltern sind geflohen aus Laos nach Europa. Wir sind übrigens illegal eingewandert, das heißt, Leute wie ich wären nach wie vor auch heute nicht, also es hat sich da nichts geändert im Asylrecht,
werden nach wie vor nicht angenommen. Wenn wir nicht aus Kriegsgebieten kommen, und Laos war kein Kriegsgebiet, wir haben Papiere gefälscht und sind eingewandert. Und das heißt, Sie sind ein Wirtschaftsflüchtling oder Ihre Eltern? Nach der heutigen Diktion, so wie sie verwendet ich glaub, wird. Ich bin Krimineller nach der aktuellen, bin Sündenbock Nummer zwei, die Sündenbock Nummer eins sind die Syrer oder vielleicht die Griechen. Also ja, ich bin auf jeden Fall einer von den Leuten, die eigentlich nicht existieren dürften. Und natürlich habe ich jetzt als Baby das alles nicht mitbekommen, ne, was meine Eltern da erlebt haben auf dem Weg hierher. Damals gab es ja kein Internet und kein Facebook und keine Handys und so. Ich weiß gar nicht, wie die es überhaupt hingekriegt haben, hierher zu kommen, auch mit dem Boot und so weiter. Das ist echt irre, was meine Eltern da geleistet haben. Und es holt mich jetzt gerade so ein. Ne? Also jetzt, wo ich die Nachrichten lese, ich habe noch nie so viel geweint wie in den letzten Monaten. Also ständig, wenn ich da irgendwie die Zeitung aufschlage und so und diese Schicksale mitkriege, dann muss ich oftmals daran denken, wie das wohl für meine Mutter damals gewesen sein muss. Ich war nämlich auch so ein Jahr, zwei Jahre alt, ne? Und mit so einem Baby im Arm die Heimat verlassen. Und dann gab es auch noch Zoff zwischen meiner Mutter und meinem Vater und in so ein fremdes Land und gar nicht zu wissen, was die Zukunft einem bringt. Also, und dann sind wir auch noch im hochkonservativen Oberfranken angekommen. Aber die haben uns gut angenommen. Sogar der Bürgermeister kam. Ich habe gibt's ein Foto. Sogar der hat uns persönlich begrüßt. Ich glaube nicht, dass der Bürgermeister von Kulmbach heute die Syrer alle persönlich begrüßt. Aber wir wurden dann auch irgendwie als Exoten empfangen. Das fanden die alle ganz toll. Ja, mich holt das jetzt gerade ein und es macht mich sehr sensibel für dieses Thema. Mhm. Gerade weil ich weiß, dass Menschen wie ich einfach nicht willkommen sind. Und ich gebe mir so viel Mühe, dass ich trotzdem irgendwie ein echter Deutscher werden darf. Aber die einzigen, die mich als Deutschen akzeptieren, sind die Österreicher, die mich hier zu so einer Talkshow einladen. In Deutschland bin ich immer derjenige mit MH. MH ist diese Krankheit, die man Migrationshintergrund auch nennt. Da gibt es einen neuen Begriff, der mir persönlich viel besser gefällt, allerdings von einem deutschen Soziologen formuliert, Migrationsvordergrund. Okay. Das ist nämlich eine ganz gute Gewichtung, weil es sagt auch aus, es könnte auch ein Vorteil sein, die Kenntnisse, die jemand auch die Kultur, den kulturellen Background, den jemand mitbringt, für unsere Gesellschaft ja interessant und wichtig sein. Ich finde auch, dass wir, also es wird ja immer von Integration gesprochen, ne, dass wir irgendwie die Ausländer, die Behinderten, die Flüchtlinge alle mal integrieren müssen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, ich meine, zu was sollen wir sie denn integrieren? In Deutschland haben wir ganz, ganz schlechte Vorbilder. Also eines unserer Altkanzler hat bis heute nicht mit den Namen rausgerückt. Es gab einen riesen Spendenskandal, wo die Waffenlobby mit involviert ist. Bis heute weiß keiner, was ist da wirklich passiert. Wir haben ständig irgendwelche Minister, die Papiere fälschen, weil sie irgendwie so einen Doktor sich erschlichen haben. Und die größten Firmen, unsere Vorzeigefirmen, Volkswagen, eine von denen, betrügen, wo sie nur können. Also ist das, sollen wir uns da rein integrieren? Sollen wir auch Betrüger werden? Sollen wir auch faken? Sollen wir auch bescheißen? Also ist es das, was ihr wollt? Ich bin der Meinung, wir sollten eher gucken, was denn die Flüchtlinge ausmacht. Die sind schnell, die sind mutig, die sind total risikobereit, die können super schnell netzwerken. Das sind alles Eigenschaften, die Einheimische nicht mehr haben, weil wir bequem geworden sind. Wir können von diesen Menschen lernen. Wir können von diesen Menschen lernen, wie wir uns bewegen, wie wir Häuser bauen, wie wir Wohnräume schaffen können. In all diesen Fragen sind wir so extrem stagniert. Alle unsere Häuser, die wir heute bauen, sind aus Stahlbeton, als ob das das einzige Material ist auf der Welt. Um einen Halbschritt zurück zur Wirtschaft und zum Wirtschaftsmodell zu machen. Haben Sie bei Ihren Überlegungen, also Crowdfunding, um ein Beispiel jetzt zu sagen, um bestimmte Projekte zu finanzieren, und zwar nicht zu einer Bank zu gehen, sondern es möglichst breit zu streuen, nämlich woher das Geld kommt und damit auch das Risiko für jeden Einzelnen, der da mit tut, klein zu halten. War da auch sozusagen das eine oder andere Modell aus Laos, aus Asien, wie dort auch im kleinen Wirtschaften funktioniert? Sagen wir es mal so, in Laos
war, ich weiß nicht, wie es heute ist, ne, aber in Laos hat Geld nie eine große Rolle gespielt. Warum? Das ist so ähnlich wie in Kuba in den letzten 30, 40 Jahren, weil man mit Geld einfach nicht viel kaufen konnte. Ne, in einem sozialistischen Land gab es einfach nicht diese Fülle der Auswahl und diese Überflussgesellschaft, wo die Regale immer voll sind und Cornflakes-Packung mit tausend von Varianten. Also sowas gab es einfach in Laos in der Form nicht. Deswegen hatte Geld so eine Form keine Rolle gespielt, sondern wenn man glücklich werden wollte oder irgendwie eine Vielfalt haben wollte im Leben, im kulturellen Leben, aber auch in den Produkten, in der Nahrung, war es besser, wenn man einfach nett war zu seinen Nachbarn. Weil dann ist man an die Rezepte rangekommen für eine andere Nudelsuppe. Oder hat dann einfach die Tricks herausgefunden, wie man besser sein Moped repariert, weil das sind ja alles Ich repariere dein Moped und du hilfst mir beim Hausbau oder ja. Also. Mehr als das. Also wenn ich nett zu meinen Nachbarn bin, dann pflegen die mich vielleicht auch, wenn ich im Pflegefall bin. Ne? Die würden mich dann vielleicht nicht links in der Ecke liegen lassen. Also es gab halt nicht für alles eine Antwort. Ne? Hier in der westlichen Welt ist ja alles durchgetaktet und alles durchgeplant. Also da gibt es ja kaum noch Freiraum für irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, Fantasie. Also wenn jemand ein Pflegefall wird, dann gibt es halt dafür Versicherungen. Und wenn du diese Versicherung nicht hast, na gut, dann kannst du sie nachträglich abschließen, ist aber ein bisschen teurer. Muss halt dann einfach abbezahlen, ne? Und dann natürlich mit Zinsen. Also es gibt für alles irgendwie eine Antwort und die hat immer was mit Geld zu tun. Sogar das Sterben, dafür gibt es Antworten, Sterbehilfe zum Beispiel, und das kostet auch Geld. Also sogar die Gräber kosten Geld, man muss die mieten, ne? Sonst wird das wieder eingestampft. Also alles ist durchökonomisiert in der westlichen Welt, weil das einfach die Sprache ist, der postindustrialisierten Gesellschaft. Ne? Kapital, Geld, Profit, Gewinn, Wachstum. Und in Ländern, wo das halt noch nicht so ist, wie zum Beispiel in Kuba oder in Laos oder von mir ist auch in China. Ne? China ist ja auch eigentlich ein Sozialismus, aber letztendlich ist es ja der krasseste Kapitalismus, den es gibt. Auch da spielt Geld eine andere Rolle als hier. Ne? Stichwort Geld. Im Schloss Goldegg war vor nicht allzu langer Zeit Christian Felber, der Publizist und Gemeinwohlökonomiebefürworter. Und er hat bei einem Vortrag gesagt, der Kapitalismus muss insofern überwunden werden, als die Vermehrung von Kapital nicht länger das Ziel des Wirtschaften ist und ganz wesentlich auch nicht belohnt wird. Ja. Was muss Ihrer Meinung nach dann das Ziel des Wirtschaftens werden? Ja, das ist eigentlich super einfach. Also die Wirtschaft hat einfach verdammt nochmal die Aufgabe, den Menschen zu dienen, nicht andersrum. Es ist super einfach. Also nicht ich und meine Familie müssen uns den Zeiten anpassen vom Büro, sondern das Büro muss sich den Zeiten meiner Familie anpassen. Nicht meine Gesundheit muss ich anpassen den Bedingungen meiner Krankenversicherung, sondern die Krankenversicherung muss sich meiner Gesundheit anpassen. Und nicht die Öffnungszeiten des Krankenhauses haben mir vorzuschreiben, wann ich krank sein soll oder Unfälle haben soll, sondern das muss genau andersrum sein. Also die Wirtschaft hat so ein Eigenleben bekommen, dass sich das durchzieht durch alle Facetten unseres Lebens. Und Bildung übrigens ist da ganz stark davon betroffen. Also die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir unsere Kinder mit unnützem Wissen vollstopfen, das ist fast schon ein Verbrechen. Ja? Und in welchem Sinne? Also damit sie später besser klarkommen im Leben? Nein, damit die einfach die Klappe halten und gehorchen, wenn der Chef später, weil das ist ja ein Abbild dann von einem Büro, so ein Klassenzimmer, wenn der Chef dann sagt, so wird's gemacht, wenn du das nicht verstehst, egal, mach's einfach, du kriegst ja dafür am Ende dann eine Auszeichnung, ne, Geld oder eine Note, das ist ja auch ein Auslaufmodell. Also wenn es so wäre, ne, dass sozusagen man so in Zukunft auch arbeiten wird, immer hierarchisch, immer so für jemanden, den man gar nicht kennt, nicht mag, dann würde ich es ja verstehen, aber Google zum Beispiel funktioniert ganz anders. Und die großen Firmen, Apple, funktioniert auch ganz anders. Da ist Gehorsam und stupides einfach nur Befolgen von Befehlen nicht mehr so angesagt. Es gibt eine große Initiative in der Schweiz, die will auch, dass die Schweiz anders funktioniert. Im Herbst wird es eine Bürgerbefragung geben, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Ist das ein Teil, der in
Ihr Bild von einer anderen Ökonomie einen Platz hat, das bedingungslose Grundeinkommen, oder ist das Wunschtraum, dass es nicht, dass nicht finanzierbar ist? Das ist ein ganz interessantes Projekt, ne, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und ich möchte mal so ein paar Punkte nennen, warum das nicht funktionieren kann. Der Mensch ist von Natur aus faul. Der würde nicht arbeiten, wenn er kein Geld dafür kriegt. Und die würden sich ja alle nur in der Hängematte liegen und wahrscheinlich kiffen den ganzen Tag, die Menschen, wenn sie keinen Druck bekämen, irgendeinen Anreiz zu arbeiten. Das ist das, was viele, viele denken. Ne? Habe ich auch mal gedacht. Dass das, also ich habe immer geackert, ich habe immer 120% gegeben und wollte immer in der Klasse der Beste sein. Und ich habe mal früher Musik gemacht und habe natürlich immer meine Konkurrenten ausgestochen. Wenn irgendwo ein Wettbewerb war, wollte ich immer, dass wir das bessere Bühnenset haben, die besseren Outfits, die besseren Songs. Ich habe so viel Kraft aufgewendet, um andere fertig zu machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist. Nur wer leistet, der kriegt am Ende Brot, und nur wer im Angesicht seines Schweißes agiert, hat es auch verdient, ein gutes Leben zu haben. Davon war ich fest überzeugt. Ich denke mittlerweile ein bisschen anders, seitdem ich Vater geworden bin und mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Ich habe so viel von ihm gelernt, deswegen nenne ich ihn auch Professor Henry. Und das, was wir da durchmachen, nenne ich Studium. Das Studiumsfach heißt Leben. Und er hat mir zum Beispiel beigebracht, der Professor Henry, dass das gar nicht stimmt. Dass wir nur Menschen lieben, wenn sie etwas leisten. Weil ich kannte diesen kleinen Knirps überhaupt nicht. Er war da und ich habe ihn geliebt. Einfach so. Er hat immer in die Windel geschissen, ich habe ihn trotzdem geliebt. Er hat geschrien, hat mich zur Weißglut gebracht. Ich habe ihn trotzdem geliebt, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Wir kennen uns doch gar nicht. Das heißt, ich habe ihn bedingungslos geliebt. Es stimmt also nicht, dass Menschen erstmal etwas leisten müssen, damit sie akzeptiert werden. Und deswegen glaube ich, dass bei dem bedingungslosen Grundeinkommen eine Sache passieren kann, die hochspannend ist. Und zwar würde sie vielleicht eine Idee korrigieren, und zwar die Idee der Leistungsgesellschaft, dass nur Menschen ein gutes Leben verdienen, wenn sie etwas leisten. Ich glaube nämlich, dass die Menschen gerne etwas leisten für die Gesellschaft. Gerne, auch so. Nicht nur, weil sie dafür Geld kriegen oder weil sie geliebt werden, sondern weil es einfach die Natur des Menschen ist, etwas zu tun. Und wenn man sich mal überlegt, das habe ich auch durch Professor Henry gelernt, wenn Sie mal überlegen, wer denn überhaupt es schafft, hier auf die Welt zu kommen. Ich meine, wir kennen ja alle die Statistiken. Ne? Das sind ja 1 Million Spermien, die versuchen, in die Eizelle zu kommen. 1 Million. Und nur eine von 1 Million schafft es. Die anderen 999.999 schaffen es nicht. Das sind die Schwachen. Nur dieser eine, der schafft es. Und dann geht es nochmal 9 Monate in diesen Bauch. Und dann muss man diesen komischen Dammweg machen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber als Embryo muss man einmal so über den Damm sozusagen. Das ist so eine Kurve und das ist eigentlich fast anatomisch ein Wunder, dass das überhaupt geht, mit so einer Murmel als Kopf durch so eine Kurve zu gehen. Und Sie meinen durch den Geburtskanal? Durch den Geburtskanal, ja. Genau. Und die meisten von uns, also Sie alle und Sie auch, Herr Kerbler, vermute ich mal, es sei denn, es war ein Kaiserschnitt, wir alle haben es geschafft. Normal. Auf den normalen Weg, ja. Und das bedeutet eigentlich, dass wir absolut die Elite sind. Wir sind die absolute Elite, die wirklich was wollen, die wirklich etwas bewegen wollen, die Lust haben zu leben, Lust haben zu arbeiten. Denn die Geburt selbst ist für ein Embryo schon mal die größte Arbeit, die es gibt. Und deswegen schreien die auch Monate erstmal danach. Was macht das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es durchgesetzt würde, ja, mit der Gemeinschaft, mit dem Zusammenhalt einer Gesellschaft? Ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie würden einfach mal so 1.000 Euro oder 1.500 Euro jeden Monat so bekommen, ohne etwas dafür zu tun. Ne? Was würden Sie machen? Die Schweizer verlangen 2.650 Franken. Boah, sind die süß. Und das ist für die Erwachsenen und 650 für jedes Kind und Jugendlichen. Ja, das wird ja finanziert durch die Banken. Und die Banken haben das Geld dann von uns und so weiter. Egal, aber gut. Sagen wir mal, Sie bekommen Geld, ohne etwas dafür zu tun. Was würden Sie mit dem Geld machen? Und ich dachte mir, okay, was würde wohl passieren? Wahrscheinlich würden einfach die Preise ansteigen, oder? Da würde halt eine Cola nicht mehr 2 Euro kosten, sondern wahrscheinlich 200 Euro, weil man weiß, das können sich die Menschen ja eh leisten. Aber es würde sich, glaube ich, irgendwann auch wieder justieren, weil es ja dann immer noch Leute gibt, die trotzdem zusätzlich zu diesem bedingungslosen Grundeinkommensgeld auch noch arbeiten werden und dann doch Gutverdiener sind. Und ich glaube, das wird sich irgendwie justieren mit den Preisen, dass es dann doch nicht so große Preisansteigungen geben wird. Aber ich glaube, was passieren wird, ist, dass
und das ist das Wichtigste, dass es nicht mehr peinlich ist, wenn man sich Zeit nimmt, herauszufinden, was man wirklich will. Wenn man heute herausfinden will, wer man ist oder was man machen möchte, sprich, wenn man einfach mal 20 Semester studieren möchte, dann wird man ja ganz schief angeguckt, ne? Und dann wird man schnell auch in der Ecke gedrängt von wegen so Schmarotzer. Ne? Du willst ja hier nur unser Bildungssystem benutzen oder BAföG benutzen oder sonst was. Also man wird schnell als Schmarotzer angesehen. Aber wenn das bedingungslose Grundeinkommen da wäre, dann gäbe es auch keine Entschuldigung mehr für Burnout. Also es gibt ja so einen allgemeinen Trend, dass diejenigen, die besonders viel leisten, wir sind ja noch in dieser Leistungsgesellschaft, und wenn die dadurch krank werden, durch das viele Leisten von Bürozeit, dass die stolz drauf sind und sagen so, ja, ich habe alles gegeben für mein Büro und für meinen Chef und habe jetzt einen Burnout, schau her, ich bin ein Held. Aber wenn das bedingungslose Grundeinkommen da wäre, dann wird das ziemlich peinlich werden, wenn man da noch einen Burnout bekommt. Dann würde man sagen, sag mal, was ist denn los mit dir? Ne? Also du hast das Geld, du kannst ganz normal leben und arbeitest trotzdem, bis du krank wirst, also dir ist eigentlich nicht mehr zu helfen. Ja? Es wird Burnout so nicht mehr geben. Und wenn, dann ist das selbstverschuldet. Das hat nichts mehr mit Überlebensangst oder Existenzangst zu tun. Aber was würde das bedingungslose Grundeinkommen mit dem Konsumenten machen? Erich Fromm hat so schön formuliert, der Konsument ist der ewige Säugling, der nach der Flasche schreit. Glauben Sie, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man dem Konsumenten die Flasche, also Fromm hat sich einfach vertippt, also das Falsche. Ach so. Das Ach, Falsche so? Abzugewöhnen. Ich dachte, er sprach von Professor Henry. Nein. Ja, es ist, Adorno hat ja auch schon gesagt, man kann nicht das richtige Leben im Falschen führen. Ich weiß einfach nicht, was passieren wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn wir erstmal diesen Druck los sind, ne, bestimmte Dinge tun zu müssen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, bestimmte Jobs ausüben zu müssen, die wir hassen oder bestimmte Leute immer wieder bei denen einschleimen, die wir abgrundtief nicht mögen. Ich glaube, wenn das aufhört, ne, wird sich einfach eine andere Kultur des Miteinanders ergeben, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es ja so eine Art von bedingungslosen Grundeinkommen heute schon. Also wir haben ja gerade in Deutschland, Österreich wird das nicht viel anders sein, haben wir eine Hochkultur von ehrenamtlichen Helfern. Also wenn man sich anschaut, wer sich um die Flüchtlinge verdient macht und dort wirklich hilft, das ist ja überhaupt nicht staatlich organisiert, sondern das machen ja ehrenamtlich, machen ja Tausende von Menschen freiwillig, die kriegen dafür kein Geld und keinen Orden und auch kein Zeugnis und noch nicht mal Miles und More Punkte. Also sie kriegen wirklich gar nichts, sind nicht mal Treuherzen bei Kaisers. Aber die machen es trotzdem. Ja? Mhm. Die Frage ist, warum? Weil sie Menschen sind, weil wir Menschen sind, weil wir gerne helfen. Und ich denke mal, wenn das bedingungslose Grundeinkommen da wäre, dann müsste man nicht so viel jonglieren. Ne? Also bei mir ist es noch so, dass ich oftmals bei, zum Beispiel bei meinem Vater, das immer so rechtfertigen muss. Ne? Er fragt zum Beispiel so, warum fährst du jetzt nach Österreich wieder? Was gibt's denn da? Ja, ich wurde da eingeladen für einen Vortrag. Und kriegst dafür Geld? Nö. Warum machst du denn das dann? Dann muss ich das immer so, muss ich mich immer erklären. Und dann sage ich immer, ja, ich krieg dafür immer was anderes. Der backt für mich irgendwas oder kocht für mich oder schenkt mir irgendwas anderes, irgendwie ein Buch oder so, was sehr teuer ist. Und ich muss immer das so erklären. Und so geht es vielen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, dass sie immer alles rechtfertigen und erklären müssen. Vor allem dem Jobcenter, die ja auch sagen so, ja, warum gehen Sie nicht für die Zeitarbeitsfirma arbeiten? Warum helfen Sie hier beim Sportverein mit? Da muss man immer erklären, ja, das ist gut für den Lebenslauf und ne, immer diese Rechtfertigungsmaschine anschalten. Und das würde zum Beispiel aufhören. Man würde, glaube ich, vielleicht sogar einen anderen Sport entwickeln, einen anderen Geist, in dem man sich vielleicht gegenseitig anspornt, etwas Gutes zu tun. Also in Karma-Wesen. Mhm. Wenn ich Ihnen so zuhöre, müsste man eigentlich nicht Arbeit anders definieren? Also Arbeit ist ja eigentlich nur dann wertvoll, unter Anführungszeichen, wenn der Erlös, den man aus der Arbeit gekriegt hat, in den Konsum steckt. Ja? Also, ja. Oder wenn man, von mir aus, oder man spart, um sich später mit Zeitverzögerung etwas Größeres anzuschaffen. Und es gibt aber die Arbeit, die Sie gerade beschrieben haben. Die Nachbarschaftshilfe, die Hilfe für die Flüchtlinge, die Arbeitszeit, die Menschen ehrenamtlich für Sterbebegleitung zum Beispiel aufwenden. Das, also
dieser Begriff Arbeit ist sehr stark mit dem Geld verbunden. Ja. Das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Braucht es nicht eine andere Definition für Arbeit? Ich denke auch. In einer anderen Wirtschaftsform, Gemeinwohl, Ökonomie etc. Ja, es geht am Ende immer so um Anerkennung auch. Ja? Also man möchte ja auch mit der Arbeit, die man macht, irgendwie eine Wertschätzung erfahren. Und so ein Lob kriegt man ja vom Chef nicht, das wissen wir ja alle. Statistisch gesehen ist es in Deutschland ganz schlimm mit der Feedback-Kultur. Das heißt, die einzige Art und Weise, um Anerkennung zu finden, ist einfach am Ende der Kontoauszug, wo man sieht, so, okay, ich habe so viel Geld verdient, das ist Anerkennung. Arbeit braucht Anerkennung. Und es ist ein ganz komisches Phänomen, dass ja eigentlich die Arbeit, die am meisten etwas bewirkt, am schlechtesten bezahlt wird. Ganz komisches Phänomen. Bis auf vielleicht die Arbeit des Arztes sind ja die Arbeiten, die wirklich notwendig sind, damit eine Gesellschaft am Leben bleibt, schlecht bezahlt. Also sowas wie Pflege, ne? Kindergärtnerin, ja. Sauber machen, Veranstaltungen organisieren, Marathon und so weiter, lebt ja alles von Ehrenamt. Wohingegen diejenigen, die dann so Finanzprodukte erschaffen oder ständig im Callcenter für eine neue Krankenversicherung Leute akquirieren. Also das sind alles so Dinge, wo dann auf einmal so unverhältnismäßig viel Geld irgendwie anfällt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Ökonomen, vor allem die großen Konzernchefs, den Begriff Arbeit für sich so gepachtet haben und einfach gesagt haben, Arbeit ist nur was wert, wenn es meiner Firma den Umsatz bringt. Weil wenn ich Umsatz mache, kann ich Arbeitsplätze schaffen, dann bin ich auch was wert und dann schaffe ich auch was für die Gesellschaft, für das Bruttosozialprodukt. Damit misst man ja dann die Produktivität eines Landes. Und manchmal erschleicht mich das Gefühl, dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist, neue Arbeitsplätze zu schaffen, weil es gibt doch so viel Arbeit. Warum sollten wir denn zusätzlich noch mehr Arbeit schaffen? Also wir sollten eigentlich mehr die Arbeit abschaffen, oder? Oder die Arbeit, die zu vieles weniger machen. Also es macht ja gar keinen Sinn, ständig immer wieder aufs Neue neue Arbeit zu erfinden, wenn wir doch so viel Arbeit schon haben. Wir leben nicht um zu arbeiten, sondern wir arbeiten um zu leben. Wie sieht denn Fambo Lemenzels Idee vom guten Leben aus? Vom gelingenden Leben, ja. Oder gelungenen Leben? Für mich gehört zu einem guten Leben dazu, dass man selber bestimmen kann, wie ich leben möchte. Ne? Wie groß die Wohnung ist, wie klein die Wohnung ist, wen ich jeden Tag sehen muss, ob ich morgens in so einem Büro sein muss oder nicht. Und ob ich zum Beispiel auch Mitglied von so vielen Obligatorien sein muss, wie zum Beispiel, muss ich eine Steuernummer haben, muss ich diese Identifikationsnummer haben, muss ich meinen Fingerabdruck abgeben in meinen Personalausweis. Also es wäre schön, wenn ich das mitentscheiden dürfte, ne? Und nicht einfach von vornherein mir das übergestülpt wird und gesagt wird, nein, du musst jetzt teilnehmen an unserem Finanzsystem. Ich bin der Meinung, der Volkswirtschaft würde es durchaus mindestens genauso gut gehen, wenn wir das Finanzamt und die Steuern abschaffen würden und das dem Volk überlassen würden, wie viel Geld sie eigentlich wirklich freiwillig in die Kasse, in die Gemeinschaftskasse schmeißen. Weil es ist natürlich klar, dass wir alle versuchen, das Finanzamt so gut es geht zu bescheißen. Und die Steuerberater, die helfen uns ja sogar noch dabei. Also es hat ja eine riesen Branche da auch noch erschaffen dabei, das Finanzamt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir alle Finanzamt-Sachbearbeiter, wenn wir dem mal richtig zuhören würden, was sie eigentlich wirklich machen wollen, ja, bestimmt nicht das, was sie jetzt machen, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sollen sie erstmal das machen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, könnte man das finanzieren. Und dann könnte man die Übrigbleibenden im Finanzamt fragen, was können wir denn tun, um die Menschen zu motivieren, freiwillig Geld in die Staatskasse zu zahlen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, würden wir sehr schnell, sehr viel transparenter machen, wofür wir eigentlich Geld brauchen, für die Straßen, für die Schulen, für die Krankenhäuser, für die Pflegekräfte, für die Lehrer und weiß ich was, fürs Ozonloch und was. Also man würde, glaube ich, Kampagnen machen, die dem Normalbürger einfach verständlich macht, ach so, wenn ich jetzt da kein Geld von meinem Einkommen in die Kasse einzahle, wird einfach diese Ampel abgeschafft. Okay, nee, das ist es mir wert, dass meine Kinder über diese Ampel gehen und nicht immer da über diese Autobahn rennen müssen. Also ich
kurz gesagt, ich glaube, man kann dem fiesen Volk viel mehr zutrauen, als das, was sie jetzt tun, dass sie einfach nur alle 4 Jahre wählen sollen, die Klappe halten sollen. Das ist viel zu wenig. Wir können mehr. Wir schaffen das. Sagt Angela Merkel. Ja. Die Frage ist jetzt ganz ins Persönliche gehend, das gute Leben. Ist das ein Teil des guten Lebens, wenn es gelingt, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 200 Leute, die Ihnen zu Jahresbeginn über Crowdfunding de facto ein bedingungsloses Grundeinkommen überwiesen haben. Ja. Und Sie haben dieses Geld verwenden können, um das zu machen, was Sie für sinnvoll halten. Was war das, was Sie für sinnvoll hielten? Was haben Sie gemacht? Da gibt es ja einen riesen Vertrauensvorschuss. Ja. Mir fällt ein, der Philosoph Luhmann hat immer gesagt, Vertrauen ist ein Informationsdefizit. Mhm. Also warum haben Ihnen die Leute vertraut? Das kann ich Ihnen nicht sagen, warum Sie es gemacht haben, aber Sie haben es gemacht. Und das hat bei mir bewirkt, dass ich noch viel mehr Vertrauen auch habe in die Menschen zurück, als wie ich es vorher schon hatte. Ne? Was habe ich in diesem Jahr gemacht, in dem ich bedingungslos Grundarbeiten konnte? So nenne ich das, bedingungslos Grundarbeiten. Ich habe als allererstes, also ich muss zugeben, dass ich schon unter Druck stand. Ne? Also weil da waren 200 Leute, die Hälfte davon kannte ich überhaupt nicht. Und die haben mir teilweise richtig viel Geld geschenkt. Also einer, so ein Student, der hat mir 1.000 Euro geschenkt. Und dann dachte ich, der wäre reich. Und dann meinte, nö, der ist überhaupt nicht reich, der ist arm. Aber ob er jetzt nun jeden Tag irgendwie so einem Obdachlosen 1 Euro gibt oder mir jetzt einfach auf den Schlag 1.000 Euro, das ist kein Unterschied. Ne? Dafür kriegen jetzt die armen Obdachlosen bei mir um die Ecke kein Geld mehr. Ich habe es gebraucht, er hat es zu viel, also hat er es mir gegeben. Und das hat mich irgendwie schon auch in Zugzwang gebracht. Ne? Also es war nicht ganz so bedingungslos, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte. Also ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, so boah, ich muss den Leuten das beweisen, dass ich das wert war. Und habe dann sofort im Februar eine Konferenz einberufen, die sogenannte Democratic Class. Und das war so eine Bildungskonferenz, wo wir Größen eingeladen haben aus der Bildungsszene. Gerald Hüther, der Neurobiologe, war auch anwesend zum Beispiel. Und die haben halt alle über die Zukunft des Lernens gesprochen, was für mich eine Riesenerfahrung war. Und dann haben meine Mäzene, so nenne ich sie, ne, meine Crowdfunding-Mäzene, mir gesagt so, ey, Quatsch, Wambo, entspann dich mal. Wenn du ein Jahr lang auch mal nichts machst, ist auch okay, weil du machst ja schon so viel. Bleib mal ganz locker. Und das hat mir so ein bisschen so den Druck rausgenommen. Ne? Und dann habe ich halt einfach angefangen, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Ich habe, meine Frau studiert Jura. Und dann habe ich hier versucht, den Rücken frei zu halten und habe halt auf den Kleinen aufgepasst, damit sie halt Jura studieren kann. Und das ist nicht ganz ohne Eigennutz, weil es viele Markenrechtler gibt, die mich verklagen wollen. Und wenn dann meine eigene Frau mich dann verteidigen kann, dann ist es auch ganz okay. Aber ich hätte es auch gemacht, wenn die Markenrechtler nicht da wären. Also ich habe einfach ganz viel Windeln gewechselt und habe einfach sehr viel Zeit auch mit Professor Henry verbracht und einfach mit ihm studiert. Ich habe dann später nachgedacht über Frieden und über Hass und dachte mir so, also diesen Konflikt zwischen Israel und Palästina zum Beispiel, den werden wir wahrscheinlich nie lösen können, oder? Also der schwelt ja schon so lange. Wie kann man sowas lösen? Wie kann man da Frieden herbeiführen? Und na klar kann man jetzt versuchen zu demonstrieren oder boykottieren oder was auch immer, Resolutionen zu forcieren durch die UN und so. Aber ich dachte mir, all das wird wahrscheinlich nicht den Hass weniger machen. Und dann bin ich zu dem grandiosen Entschluss gekommen, dass der Anfang von Krieg eigentlich der eigene Hass ist, und zwar gegenüber sich selbst. Also das war meine Erkenntnis, dass es eigentlich damit beginnt, dass ich irgendwas an mir selbst nicht mag und das dann projiziere auf andere Menschen, die Fremde, die sich nicht wehren können, die keine Lobby haben. Ich sage einfach, die sind scheiße, weil ich selber Sachen in mir selbst scheiße finde. Das heißt, jeder Mensch hat irgendetwas in sich, was er abgrundtief hasst. Und das ist vermutlich die Ursache irgendwie für alle Kriege, die es so gibt. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt mal in mir gucken, was hast du denn oder wovor hast du Angst? Und ich hatte so ein bisschen Angst gehabt vor dem Islam. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du deine Aufgabe. Du musst dich jetzt mit dem Islam auseinandersetzen. Du hast Vorteile gegenüber Frauen mit Kopftüchern, setz dich damit auseinander. Und dann habe ich den Koran gelesen und bin zum Entschluss gekommen, dass viele, viele Vorteile, die ich hatte gegenüber dem Koran oder gegen den Islam, dass die
aus einer Unsicherheit und Angst herauskam, die etwas mit mir zu tun hat, nicht mit den Moslems, sondern mit mir. Und dann habe ich daraus einen Kinofilm übrigens gemacht. Mhm. Und der lief dann auch im Kino und den können Sie sich auch anschauen. Das Spannende ist, dass der Schauspieler, der einen Muslimen spielt, Israelis. Genau, ja. Das war auch das Irre so. Ne? Der Film heißt 3 Minutes of Fame, Love and Peace. Und als ich gesagt habe, ich habe den Koran in die Hand genommen und habe gepostet auf Facebook, so hey, wer hat Lust mit mir den Koran zu verfilmen? Und dann dachte ich schon so, um Gottes Willen, hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Aber ich hatte einen ganz guten Coach, den Professor Ahmad Milad Karimi, der das Buch Die Blumen des Koran geschrieben hat, der zu mir meinte, der ist so ein Rilke-Fan und Heidegger-Fan und meinte, wer Goethe, Rilke und Heidegger liebt, der muss den Koran lieben. Ich so, was? Wie passt das denn mit dem anderen zusammen? Und dann hat er mir das erklärt, dass der Koran eigentlich kein Buch ist, sondern eine Überlieferung und ein Kunstwerk und so weiter. Und vor allem ein poetisches Werk auch. Und dachte ich mir so, ah, interessant. Und dann hat er mir das so erklärt, dass es sehr wichtig ist, dass man den Koran interpretiert. Na, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man darf da nichts deuten, sondern meinte, man muss ihn deuten, weil sonst versteht man ihn nicht, weil er ist in Arabisch geschrieben, in einer Zeit, die es heute nicht mehr gibt. Und ich habe dieses Bild gepostet und dann hat sich der Shai Hoffmann gemeldet, der ist Jude und meinte, ich hätte Lust, da mitzumachen. Mhm. Und dann haben sich auf einmal so viele Juden gemeldet in meinem Freundeskreis und meinten, ja, ich würde auch gerne mal einen Moslem spielen und ich würde gerne mal einen Araber spielen, ich würde gerne mal irgendwie, ja, so, ne, einfach die Perspektive wechseln. Und ich glaube, darin steckt der Schlüssel zu ganz viel Empathie. Wenn wir für einen Moment, das muss ja nicht für das ganze Leben sein, für einen Moment einfach in die Fußstapfen eines anderen gehen und aus einer anderen Brille uns die Welt anschauen, weil es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Und das ist ja interessant zu sehen, wie andere Menschen diese Wahrheit sehen. Und das haben halt diese vielen Darsteller gemacht, die sind einfach mal in eine andere Rolle geschlüpft. Und das war grandios, das hat uns menschlich so wachsen lassen. Ist das ein Punkt Ihrer oder ein Antriebsmotor für die Dinge, die Sie machen, andere zu ermutigen? Also die Veränderung, die Sie vorher beschrieben haben, die Veränderung von unten, auch wenn mir das ein bisschen, sage ich mal, zweifelhaft vorkommt, dass Sie an das Gute im Menschen appellieren, für den Staat Steuern freiwillig abzuliefern. Egal. Glauben Sie nicht daran? Also die Überzeugungsarbeit, die ist wirklich Schwerarbeit, aber egal, es geht mir um die Ermutigung, ja? Da auch zu sagen, wart nicht auf die Dinge, die von oben kommen, sondern versuch die Veränderung von unten anzugehen. Ja. Die Menschen, die sich ehrenamtlich zum Beispiel engagieren, warten nicht auf irgendjemand, der sagt, tut das, sondern die gehen am Bahnhof oder sonst wohin und helfen. Ja? Oder zur Freiwilligen Feuerwehr oder und so weiter. Oder zum Roten Kreuz. Ist die Ermutigung ein Motiv, das Sie antreibt? Ja, es ist gar nicht so sehr die Ermutigung von unten, die ich so stark finde, sondern es ist die Ermutigung zum Selberdenken. Weil mir ist bewusst geworden, dass wir so festgefahren sind in unserem Denken, wie wir uns ein gutes Leben vorstellen, wie wir Sicherheit, also den Begriff von Sicherheit, wie wir uns den vorstellen, wenn wir die Lebensversicherung haben, dann sind wir sozusagen abgesichert, denken ja ganz viele. Ne? Die wissen gar nicht, dass der Tod auch so kommt. Also ich würde gerne, dass die Menschen sich trauen, einige Fragen zuzulassen, die bestimmt wehtun können, die bestimmt auch anecken können, aber lasst es bitte zu. Wenigstens für einen kurzen Moment. Stellt euch diese Fragen, warum ihr eigentlich hier seid, was eure Aufgabe ist und wie können wir so leben, dass alle so leben können, wie ich es tue. Wie ist das möglich? Kann jeder, in der Schweiz, glaube ich, hat ein Mensch ein Anrecht auf irgendwie 50 Quadratmeter pro Person, egal wie alt. In Deutschland sind das irgendwie so ein bisschen weniger, 30 oder sowas. Geht das? Also wenn jeder Mensch 30, 40, 50 Quadratmeter pro Nase hat,
wie groß müsste unsere Welt sein? Also einfach nur diesen Gedanken mal zu Ende fassen, ist das überhaupt möglich? Und können wir denn unendlich viel konsumieren? Und können wir immer mehr Autos verkaufen und immer mehr Waschmaschinen bei IKEA? Da soll man jedes Jahr eine neue Küche kaufen. Wie soll das funktionieren? Jedes deutsche Auto hat Recht auf 10 Quadratmeter Parkplatz. 5 mal 2 Meter, ja, das ist das, was Blech bekommt. Ne? Und wenn Menschen kommen und sagen, ich hätte gern 10 Quadratmeter, so nein, hast du eine Green Card, hast du die richtige Hautfarbe. Ja, aber Blech, also ein Auto darf diesen Platz verkonsumieren. Das ist ganz, ganz komisch. Das ist eine verrückte Welt. Sogar Hunden geht es besser, also in Deutschland, als vielen Menschen. Joseph Stiglitz, amerikanischer Ökonom, hat ein moralisches Wachstum gefordert, nämlich das den Lebensstandard sichert, nachhaltiges Wachstum bedeutet und schließlich zu einer toleranten Gesellschaft führt. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit, so Sie dieses Wort noch hören können? Ja. Manche reagieren mit Hautausschlag. Da ist er wieder gekommen. Nachhaltigkeit, ja. Also mit den Ressourcen, ja, die wir in einer endlichen Welt zur Verfügung haben, gescheit umzugehen. Mhm. Welche Rolle spielt diese Überlegung in Ihrem Modell, wie die Welt ausschauen soll im 21. Jahrhundert? Ich kann nur so antworten, wie ich es mache. Ne? Ich versuche bei all dem, was ich tue, ne, auch dieses Gespräch hier zum Beispiel, entscheide ich immer nach einem Kriterium. Das ist eine ganz einfache Kiste. Ich frage mich, ob das, was ich jetzt hier tue, so ist, dass mein Sohn sich noch daran erinnern könnte und darauf stolz wäre. Und wenn er dann mal Kinder hat, ob er auch darauf stolz wäre, was sein Opa da gemacht hat im Goldegger Schloss, im Rittersaal. Wenn ich das mit Ja beantworten kann, weiß ich, wow, das Ding ist enkeltauglich. Wenn ich zu dem Entschluss komme, so, nee, das wird die nicht interessieren und das werden die sofort vergessen, weil es Humbug war, weiß ich, okay, hättest du sparen können. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, meine Enkel könnten vielleicht stolz darauf sein, dass deren Opa hier dieses tolle Gespräch mit dem Herrn Kerbler geführt haben. Die Frage ist, wie setzen wir dieses moralische Wachstum durch? Brauchen wir oder müssen wir uns darauf einstellen, dass wir verzichten müssen? Wird Verzicht vielleicht im 21. Jahrhundert jetzt, erlauben Sie mir die journalistische Übertreibung, der Luxus im 21. Ja. Jahrhundert sein? Ich finde das super, dass Sie das fragen, weil es fragen mich nur ganz, ganz wenige. Ne? Also ganz, ganz wenige Journalisten trauen sich überhaupt, den Wohlstandsbegriff überhaupt anzufassen. Das ist gesetzt, dass wir hier diesen Wohlstand haben und da wird nicht dran gerüttelt. Ich glaube ganz fest daran, dass unser Wohlstand das Problem ist. Also der Wunsch, dass wir immer warmes Wasser haben, immer alles vorrätig und sofort haben und Amazon liefert das Lieblingsbuch und die Lieblings-DVD, auch wenn es Bio und Fairtrade und von einem schlauen Mensch geschrieben wird, über eine Drohne innerhalb von Sekunden. Also dieses Bedürfnis, alles zu haben und zu besitzen und sofort und unendlich lang, das ist das Problem. Also dass wir diesen Wohlstand haben, solange wir an diesem Wohlstandsbegriff festhalten, solange wird es Kriege geben. Und deswegen glaube ich, dass es ganz gut ist, mal darüber nachzudenken, ob man die 20 Quadratmeter Terrasse braucht und ob man nicht, weiß nicht, auf jedes zweite Steak verzichten kann, auch wenn es Bio ist. Und ob das in Ordnung ist, dass unsere vielen Kühe, die gemolken werden, ne, da entstehen ja Pilze und alles an so einem Euter und Schmerzen und so, ob das so sein muss, ob wir vielleicht einfach ein bisschen weniger tierische Produkte zu uns nehmen können. Ich sage nicht, dass wir alle jetzt Veganer werden müssen, aber dass wir zumindest ein bisschen weniger von allem. David Steindl-Rast, der hier gesessen ist, wo Sie jetzt sitzen, hat gesagt, es wird der Welt nichts anderes überbleiben, als vegan zu leben. Man kann mit Linsen wahnsinnig gute Gerichte machen. wie wir aus der Bibel wissen, ja. Eine Frage, die ich sehr oft am Schluss des Gesprächs stelle, lautet, worauf kommt es im Leben an? Ich modifiziere das jetzt ein bisschen. Worauf kommt es jetzt an? Jetzt kommt es auf Nächstenliebe, glaube ich, an. Ganz, ganz viel Nächstenliebe. Danke für das Gespräch. Dankeschön.